Hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, jetzt habe ich hier das De Agostini Magazin zu Iguanas und Co. Wir haben hier das Magazin, über 60 Sticker und ein Blind Bag oder Flow Pack, wie man auch sagt. Ja, das Ganze auch in einer schönen großen Tüte. Die hat auch einen schönen großen Preis, nämlich 6,99. Alter, das ist schon echt krass. Ja. Ihr wisst ja, was andere Magazine mit entsprechenden Gimmicks kosten. Von dem her ist das schon eine Ansage. Ja, ich hätte die Serie schon längst gesammelt, schon längst komplett. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ist mir dieses Mal zu teuer für die Größe der Figuren. Und dann knapp 50 Euro, ja, oder bewegt sich halt zwischen 40 und 50 Euro. Das komplette Display mit der ganzen Serie, das ist mir zu teuer, da steige ich aus. Ja, wären sie jetzt Maxi, dann würde ich es mir vielleicht noch überlegen, aber das ist mir momentan noch definitiv zu teuer. Ich werde es mir irgendwann besorgen, aber erst dann, wenn die Preise etwas gesunken sind. Darum, ihr wisst ja, Reptilien, Amphibien, das ist absolut mein Thema, ich liebe das. Na, und somit möchte ich auch gerne die Figuren hier haben. Ich habe ja bereits neulich ein Magazin ausgepackt, da war schon diese Meerechse hier mit drin. Das ist schon nett gemacht und für De Agostini-Verhältnisse sind die wirklich gut. Also die Figur hier ist wirklich gut für die Verhältnisse dieser und Co-Sammelserie. Aber zu klein. Für den Preis ist mir das viel zu wenig. Ne? Da muss ich mir gegenüber ehrlich sein. Ja, wie haben sie das verpackt? Kann man das aufreißen oder muss man es kaputt schneiden? Oh nee, ne? Muss man wirklich kaputt schneiden oder was? Tatsächlich. Ja, nee, ich versuche mal vorsichtig hier aufzureißen. Hoffentlich geht's an dieser Naht. Ja, geht so. Okay, dann haben wir hier das Magazin. Ja, da werfen wir auf jeden Fall einen Blick rein. Ganz kann ich es nicht zeigen. Ihr wisst ja, ne? Urhebergründe und so weiter und so fort. Ein paar Seiten darf ich aber zeigen. Und die Figur werden wir uns natürlich auch noch anschauen. Bin ich mal gespannt, ob ich eine andere... Ja, fühlt sich so an, als ob was anderes drin wäre, als hier diese Meeresechse. Ist aber auch relativ klein, wie ich finde. Okay. So, also Spiele-Infos und Sticker, Starter-Pack, Iguanas und Co., The Originals. Starter-Pack mit über 60 Stickern plus ein Sammelpack, 22 unheimliche Nachfahren der Saurier, erfahre mehr. Okay, dann hier gleich mal die erste Seite angucken. Hier haben wir gleich mal eine Übersicht, was es alles gibt. Wir wechseln die Farbe bei Wärme und Kälte, wir wechseln die Farbe in der Sonne und wir leuchten im Dunkeln. So, wie viel waren es nochmal? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Figuren zum Sammeln. So, hier die Einleitung. Okay, dann blätter ich hier mal random eine Seite weiter. Ist jetzt irgendwo im Magazin. Übrigens, das Magazin hat 28 Seiten mit den Umschlagseiten, aber dafür ist das Papier ein bisschen stabiler als bei den normalen Kindermagazinen. So, hier sehen wir zum Beispiel einfach mal drei Echsen aus der Serie mit richtigen Bildern, so wie sie halt auch tatsächlich aussehen in echt. Hier haben wir einmal den Kurzkamm-Leguan, die Siedler-Agame und die Zauneidechse. Jubel, jubel, freu, freu. Bis heute einer meiner absoluten Lieblingseidechsen, denn für mich gibt es nichts Schöneres, als das Jahr über Zauneidechsen im Freien zu beobachten. Also es ist einfach, es sind wunderbare Tiere. Vor allem die Männchen in der Paarungszeit, unfassbar, wie dieses Grün hier, ich würde fast sagen, leuchtet. Ganz toll. Gibt es ja von Region zu Region, von Land zu Land, gibt es wirklich deutliche Varianten. Und die hier im Nordschwarzwald, wunderschön. Ihr seht, auch Spiele gibt es dazwischen, ne? Rätsel und Spiele. Euch wird es also definitiv nicht langweilig. So, jetzt blätter ich mal in die Heftmitte. Und da finden wir auch was Wissenswertes, nämlich wo sie leben. Das hier ist interessant und hier ist entsprechend immer so ein Pfeil, wo ihr dann die entsprechenden Echsen einkleben könnt. Des Weiteren haben wir hier auch so eine, ja, Küstenregion. Ja, hier nicht so dicht mit Pflanzen besiedelt. Oh, hier hockt sogar eine kleine Eidechse. Guckt es euch an. Witzig. Und warum ist dieses Bild drin, kann ich euch sagen. Wir haben in der Mitte diese Aufkleber drin. Einmal alle, die es zum Sammeln gibt. Dann auch ein paar Fotos und diese Bilder, diese Aufkleber könnt ihr entsprechend halt hier reinkleben in die Pfeile. Ne? Lernt man auch was dabei, wo, auf welchem Erdteil, in welchem Land lebt welche Echse.
Das kann ich hier sogar hochklappen, dann seht ihr die beiden Seiten. Dann haben wir hier diese Küstenlandschaft, die geht hier weiter, also massig Platz, um Echsen einzukleben. Und dann haben wir hier auch noch so einen Urwaldstreifen drin. Sieht ein bisschen aus wie das Dschungelcamp irgendwie. So, ich halte mal die Mitte hoch, dann seht ihr das. Und auf dieses Bild, auf die Mini-Poster, könnt ihr dann quasi diese Aufkleber hier, so wie es euch gefällt, draufkleben. Und sie quasi wieder in Freiheit entlassen. Ne? So sieht's aus. Das sind ganz schön viele Aufkleber. Sie schreiben ja vorne drauf über 60 Sticker. Ja, also da habt ihr ganz schön was zu tun. Viele Bilder, Infos zu den Echsen aus der Serie. Bisschen was zum Rätseln. Von dem her ist es nett gemacht. So, mehr kann ich euch da auch leider nicht zeigen. Was haben sie hier drauf geschrieben? Die Armee der Super-Echsen. Sie bewohnen grenzenlose Gebiete. Okay, so sieht das Display aus, was bei eurem Händler steht. Das kennt ihr ja schätzungsweise mittlerweile alle. Ja, also das zu diesem Magazin. Ich finde es trotzdem ein bisschen teuer, aber okay, der Agostini, ne? So, jetzt haben wir natürlich noch unser Blind Bag. Mit einer Echse und einem Mini-Poster. Das schauen wir uns noch an, was wir hier drin haben. Im letzten Päckchen habe ich das hier gefunden. War gar nicht mal so schlecht. Und es wechselt ein bisschen die Farbe, wenn man es Kälte aussetzt, beziehungsweise Wärme. Ne? So. Aber ja, das wird dann halt... hier haben wir so ein kräftiges Rot, wird dann eher so ein bisschen schmutzig orange, also jetzt nicht irgendwie spektakulär. So, hier haben wir Change Color in the Sun, also wechselt die Farbe. Ich habe eine UV-Lampe da, müsste eigentlich auch funktionieren. Gut, dann reiße ich das einfach mal hier oben auf. Oh, hier guckt schon was Grünes raus. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch dieses Mini-Poster drin. Wenn ich es rauskriege, jo, da haben wir es. Da sehen wir dann auch gleich, welche Echse wir hier drin haben. Hier nochmal alle Figuren zum Sammeln. Und hier Brachylophus fasciatus. Das sieht eigentlich aus wie eine Wasseragame, ne? Was haben wir? Ein Kurzkamm-Leguan soll das sein. Alles klar. Was schreiben Sie hier? Dieser Leguan ist nicht sehr robust gebaut, aber über einen halben Meter lang und wiegt rund 300 Gramm. Er lebt nur auf Fidschi, in Tonga und auf den nahegelegenen Inseln. Er ist sowohl an das Leben in Hochwäldern als auch in Feuchtgebieten optimal angepasst. Seine Haut ist äußerst lichtempfindlich und er kann sich durch Farbwechsel in weniger als 30 Sekunden tarnen. Ja, cool. Dann haben wir hier noch so die Statistiken der Größe, Gefräßigkeit, Stärke, List, wie auch immer, dann dieses Versus-Gedöns. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Ja, dann lasst uns das hier mal angucken, wie nah sie diesem Bild kommt. Ich glaube nicht wirklich. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, doch. Mit Farbklecks drauf. Krass, ich wechsle mal kurz die Kameraperspektive. Dann können wir unserem Kurzkamm-Leguan noch ein bisschen besser angucken. Ich sag ja, die sind nicht schlecht, aber sie sind halt auch wirklich nicht groß. Das muss man mal sagen. Ne? Also, man sieht so ein bisschen Schuppen angedeutet, ganz einfach gemacht. Hier auch ein bisschen der Rückenkamm zu sehen oder Kurzkamm. Ja, daher sein Name. Dann hier einfach so die weißen Streifen ein bisschen drauf gemalt mit Flecken, ja, inklusive oder exklusive. So sieht's aus. Der Schweif ein bisschen so gewellt. Das gefällt mir gut. Super. Okay. Ja, dagegen nochmal die Meerechse. So sehen die beiden dann nebeneinander aus. Aber sie sind wirklich sehr, sehr klein. Und ich sag ja, dafür ist mir der Preis einfach echt ein bisschen zu hoch. Wenn es ein bisschen günstiger wird, bin ich sofort mit dabei, weil ich sag's nochmal, für De Agostini-Verhältnisse sind die wirklich nett gemacht. Ja, also da gab es schon andere Geschichten. Da muss ich sagen, da haben sie sich wirklich ein bisschen, oh, ich möchte gar nicht sagen, weiterentwickelt. Ja, ich meine, die können schon. Sie haben ja auch noch andere Sammelserie, richtig hochwertige Geschichten, kein Thema. Aber so diese Gummisachen. Trotzdem, man freut sich doch, wenn man da ein paar Details sieht. Und wenn die Bemalung dann auch noch ein bisschen besser wird, ja, dann sprechen wir die gleiche Sprache, auch was den Preis angeht. Aber so muss ich sagen, das ist mal echt ein bisschen zu teuer. Gut, okay, also, das ist doch nett. Ne? Haben wir auch die beiden hier mal gesehen. Kurzkamm-Leguan und die Meerechse. Also ich finde sie cool.
Wirklich. So, und damit ich es nicht vergesse, ne, ich hätte fast nicht mehr dran gedacht, hier steht auf dem Mini-Poster, ich wechsle die Farbe bei Wärme und Kälte, ja, nicht bei Sonnenlicht. Und das probieren wir jetzt natürlich auch noch aus. Also wir haben hier ein kräftiges, dunkles Grün. Hier habe ich warmes, um nicht zu sagen heißes Wasser, sagt ja mal 31 Grad oder so. Und jetzt würde ich sagen, tunke ich den doch einfach mal rein, unseren Kurzkamm Leguan. Dann bin ich mal gespannt, wie er die Farbe wechselt. Ne? Mal nur bis zur Hälfte, dass man es vielleicht auch sieht. Tunk, tunk, tunk. Tut sich irgendwas? Moment. Ich glaube, es wird ein bisschen heller, aber ich kann mich jetzt echt täuschen. Ich kann mich täuschen. Die Beine werden heller, ne? Der wird hellgrün. Ne? Ich halte noch ein bisschen rein. Muss ja wirken. Normalerweise sagen sie immer so circa 31 Grad, ja. Und normales, heißes Leitungswasser langt manchmal gar nicht, um da einen Effekt zu sehen. Ja, also er wird hell. Seht ihr das hier vorne? Hellgrün, hier hinten haben wir dunkelgrün. Ja, ich halte ihn noch ein bisschen länger rein, damit es noch ein bisschen wirkt. Also ich habe jetzt hier keine Arscheskälte, ganz normale Zimmertemperatur. Aber naja, also ihr seht schon, wir haben hier einen kleinen Farbverlauf. Er wird tatsächlich hellgrün, anstatt hier dieses dunkle Grün. So, ja, ist doch witzig, ne? Ändert die Farbe, das tut er tatsächlich. Jetzt halte ich ihn noch mal ein bisschen weiter rein, dann wird er komplett hellgrün. Ich halte nur an seinem Schwänzchen fest, tut sich schon was, aber ich lasse ihn mal noch kurz drin. Ne, weil manche sind da tierisch enttäuscht, die nehmen da halt heißes Wasser aus der Leitung und das reicht manchmal einfach nicht aus und dann sehen sie halt keinen Effekt. Da verfärbt sich dann gar nichts, ne? So einfach ist es. So, alles klar, jetzt hier hinten ist noch ein bisschen dunkelgrün, oh, sieht man gar nicht gut und hier ist er definitiv hellgrün geworden. Ich sage ja, also es ist jetzt nicht Welle Wahnsinn, was sich hier an Farbwechsel tut, ja, aber es funktioniert, es tut es tatsächlich, die Farbe hält auch, okay, bei den Fröschen war das auch ein bisschen, ja, wenn man da fest über die Farbe gestrichen ist, dann hat man die teilweise abrubbeln können, hier ist die tatsächlich um einiges besser drauf, ne? Also was heißt um einiges besser, die ist richtig, richtig fest, super. Also, unser kleiner Kurzkamm Leguan wechselt die Farbe von dunkelgrün zu hellgrün. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen dunkler hinten. Seht ihr das? Hier kühlt es schon wieder ab, ist dunkler. Und nach vorne, wo noch mehr Masse ist, wo noch mehr Wärme hat aufnehmen können, ist es noch eher ein bisschen hellgrün. Also das einfach noch dazu. Der Farbwechsel beim Kurzkamm Leguan. Dann würde ich doch sagen, was ist dazu? Das war mein kurzes Unpacking und Review zu Iguanas und Co. von De Agostini. Das Magazin mit 28 Seiten, über 60 Stickern, Beschreibungen zu den einzelnen Reptilien, Rätsel, Wissenswertes. Nicht schlecht, dann haben wir auch noch diese random Figur mit dabei. In eurem Magazin ist vielleicht ein anderer Leguan oder eine andere Eidechse mit dabei. Dann gibt es ja auch noch dieses Mini-Poster mit einer ausführlichen Beschreibung. Ja, was will man mehr als junger Reptilienfreund oder Freundin? Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen, winke, winke, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay.